Los geht's. Mutti spricht jetzt. Und die Kommission und alle 27 beginnen. Okay. Auf eine Tugend besonnen haben, ohne die Europa nicht Europa wäre. Hallo, Conny, bist du bereit? Ja, Dieter? Kann's losgehen. Der Signal frei. Aufruf zur Revolte. Eine Polemik. Von den Mächtigen in den Ruin geklagt, weil er seine Stimme machtvoll erhoben hat gegen den täglichen Völkermord der Nahrungsmittelkonzerne an den Hungernden der Welt. Widmen wir diese Schrift der Solidarität mit unserem lieben, mutigen Freund Jean Ziegler. Unser Text ist keine Analyse, aber auch kein unbeherrschter Wutausbruch. Er ist ein Aufschrei, geboren auch aus unserer Erfahrung jahrelangen Blockens und der Auseinandersetzung mit Freunden und Feinden unserer Ideen. Und er ist der Konsens, der aus einem mehr als 10 Jahre überspannenden Gedankenaustausch beider Autoren erwachsen ist. Wir haben den Eindruck, dass viele unsere Vorstellungen teilen, aber sich alleine für zu unbedeutend und unwichtig halten, um zu ihrer Meinung auch öffentlich zu stehen. Aber gerade der Schritt in die Öffentlichkeit ist eine demokratische Notwendigkeit. Die Öffentlichkeit ist das Forum der Demokratie, die Agora. Und dort hat jeder das Recht, seine Meinung kundzutun. Wir wären glücklich, wenn es uns gelingen würde, mit dieser kleinen Schrift all denen, die an ihrer eigenen Wirksamkeit zweifeln, zu vermitteln, dass sie wichtig und bedeutend sind. Jeder Einzelne, wir alle. Ja, Genossen, nachher machen wir heute eine Revolution, dass er Ruhe ist. Oskar Maria Graf in Gelächter von außen. Unter mir keuchte die Erdkugel in ihrem Schwung. Ich hatte sie wie ein wildes Ross gepackt. Mit riesigen Gliedern wühlt ich in ihren Mähnen und presst ich ihre Rippen, das Haupt abwärts gewandt, die Haare flatternd über dem Abgrund. So ward ich geschleift. Da schrie ich in der Angst und ich erwachte. Georg Büchner, Dantons Tod. Ein Hoch auf unsere Verdrängungsmechanismen. Das Geburtshoroskop der Masse Mensch im Konsumzeitalter scheint zu lauten: Sternzeichen Räumpanzer, Aszendent Schneepflug. Hartnäckig vermögen wir den Abgrund, der sich vor uns auftut, immer aufs Neue zuzuschieben mit Illusionsabfällen und Betäubungsmitteln aller Art, mit dem nächsten Sportgroßereignis oder einer neuen Terrorwarnung, mit abseitigen Debatten, Privatskandalen und Pseudo-Enthüllungen. Dabei gibt es, was die Gesamtsituation angeht, gar nicht mehr sonderlich viel zu enthüllen. Wir wissen, was wir wissen müssen. Wir wissen, das Hundertfache der durch reale Werte gedeckten Geldmenge befeuert eine zerstörerische wirtschaftliche Dynamik. Und die seit 2007 anhaltende Weltwirtschaftskrise wird endgültig eskalieren, wenn diese Geldblase platzt. Wir wissen, die Art, wie wir als Spezies leben und wirtschaften, kann kein gutes Ende haben, weil das Ökosystem des Planeten schwer angeschlagen ist und jeden Tag noch stärker unter Druck gerät. Wir dürfen die ersten Vorboten einer sich abzeichnenden Weltnaturkatastrophe bereits an den Ufern unserer Flüsse begrüßen. Niemand würde ernstlich bestreiten, dass ein Weiter-so den sicheren Weg in ein globales Desaster bedeutet. Wir wissen, dass da ein Abgrund ist. Aber gerade dessen kaum zu erahnende Tiefe schiebt die kollektiven Verdrängungsmechanismen stets aufs Neue an. Denn wir spüren, wer einen zu tiefen Blick in diesen Graben tut, wird hineingesogen und lange fallen, bis er auf dem Boden der Wahrheit aufschlägt. In der wirklichen Welt regiert das Kapital der Konzerne. Die Anlageform öfter als die Schuhe wechselnd, kennt es keine dauerhafte Bindung an Länder, Völker, Staaten. Wo es sich in der realen Welt behindert sieht, nutzt es heute dieses, morgen jenes staatliche Gebilde für die ewig gleichen Zwecke eines weltweiten Klassenkampfs von oben. Auch mit dem schlechten alten deutschnationalen Reflex, das ideelle Gesamtböse in Amerika zu verorten, ist deshalb wenig gewonnen.
Der amerikanische Staat spielt eine besonders aggressive Rolle bei der Durchsetzung der Kapitalinteressen. Aber die erfüllungshelferischen Bemühungen der EU-Kommission stehen dem nicht wirklich nach. Wer aber ist das Kapital? Wir leben in einer bis zum Anschlag durchökonomisierten Welt. Aber auch hinter jedem multinationalen Konzern und hinter jeder Finanzkrake stehen am Ende konkrete Menschen, so superreich und so supermächtig sie auch sein mögen. Diese Leute gibt es tatsächlich. Sie sind keine Außerirdischen und mutmaßlich auch keine Illuminaten, die im Erdinnern als Geheimbund wirken. Sie sind mit Körpern ausgestattet, die trotz aller Anstrengungen, sich durch medizinische Eingriffe von der herrschenden Klasse zur herrschenden Rasse zu erheben, den unseren nach wie vor nicht unähnlich sind. Damit aber enden wohl die Ähnlichkeiten. Denn heutzutage kontrollieren 147 Konzerne, darunter viele Banken, die Weltwirtschaft. Diese sind zum Teil auch noch wechselseitig miteinander verflochten. Das ist das Ergebnis einer Forschungsgruppe an der Technischen Hochschule Zürich. Angesichts der Tatsache, dass im Grunde alle Unternehmen wie auch Banken hierarchisch bis autoritär geführt werden, haben wir es mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Menschen zu tun, die kaum den Deutschen Bundestag füllen würde. Die globalen Top-Unternehmer stellen damit eine demokratisch völlig unkontrollierte Weltregierung ohne jede Legitimation dar. Nun rufen wir in diesem Text nicht etwa zum allgemeinen Kampf gegen das Privateigentum auf. Wir können uns allerdings andere und wesentlich bessere Methoden, die Verfügung über materielle Güter zu organisieren, vorstellen. Diese anderen gemeinschaftlichen Methoden werden in ungezählten Projekten weltweit getestet und entgegen gängiger Klischees über verlotterte Hippie-Kommunen gibt es hier sehr erfolgreiche Modelle und ganze Netzwerke. Über alles, was allgemein benötigt wird, sollte unserer Ansicht nach allgemein verfügt werden. Beispielsweise über eine angemessene Wohnung, öffentliche Verkehrsmittel sowie über ein gutes Gesundheitssystem. Darüber hinaus können wir uns eine solidarische Ökonomie sehr wohl vorstellen und es kann nicht sein, dass unsere Demokratie auf dem Firmenparkplatz endet. Wahrlich, wir leben in gefährlichen Zeiten, voller Niedertracht und einer ausgesprochen verdächtigen Art öffentlicher Harmlosigkeiten. Die globale Diktatur, vor der wir in diesem Essay warnen, ist noch nicht ganz ausgereift. Sie übt noch. Aber wer ihren kalten Atem spürt, der duckt sich schon. Präventiv. Duckt euch nicht. Steht auf. Stellt euch in diesem Sinne einseitig und voreingenommen und zornig auf den Standpunkt des gemeinsamen Lebens und der Liebe gegen die Energie der Zerstörung und des Todes. Und lasst uns das um Himmels Willen schnell tun. Denn die Frist, die uns bleibt, das drohende Unheil abzuwenden, ist knapp bemessen. Dass die Risiken, den Schritt zur Revolte jetzt zu wagen, erheblich sind, ist uns vollauf bewusst. Haben wir die Revolte einmal begonnen, wird jahrelanger Atem nötig sein, um diese Welt vom zermarterten Kopf auf die tanzenden Füße zu stellen. Es wird Rückschläge geben. Wir werden bittere Niederlagen durchleiden müssen. Phasen der Mutlosigkeit. Aber wir können das alle gemeinsam durchstehen. Inwieweit es bei diesem Tun der Revolte auch um ein letztendliches Siegen geht, ist in dem zwischen uns beiden seit nunmehr einem Jahrzehnt anhaltenden Diskussionsprozess übrigens eine wiederkehrende Frage. In Dresden gegen die braune Brut gesiegt zu haben, war eine begeisternde und erhebende Erfahrung. Aber man kann auch verlieren, ohne dass dadurch dem Tun nur das Geringste von seiner Richtigkeit genommen wird. Nüchtern betrachtet sind allerdings die Risiken der Revolte weitaus geringer als die mit mathematischer Sicherheit eintretenden katastrophalen Ergebnisse eines weiteren tatenlosen Zuschauens und Mitlaufens. Und wenn wir endlich auch in Deutschland den Mut zur Revolte fassen, wenn wir uns frei machen vom Alpdruck der Angst und der Feigheit, dann werden wir auch eine andere Intensität des Lebens erfahren dürfen. Momente unvorstellbarer Schönheit. Explosionen der Lebensfreude.
Kettenreaktionen der Kreativität, kurz den Zauber wirklicher Freiheit. Getragen von unserer unbeugsamen Hoffnung auf eine andere, würdigere Welt.